Was? Ist das dein Ernst? Ich brauche keine Kekse. Nein, nein, nein. Entschuldigen Sie, Mr. Hubbers. Was? Sie sind mein Vater. Hier, das ist für Sie. Weißt du, du bist das siebte Kind, was zu mir kommt. Das siebte Kind, das dein Erbe einfordert. Was? Lass mich raten, du hast wahrscheinlich was über Bitcoin gelesen. Nein. Und du wolltest herkommen, um ein Stück von dem Kuchen abzuhaben? Nein, nein, nein. Schauen Sie, hier. Das ist meine Mutter. Ist das Linda? Ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die dumme Pomeranze, die nicht getan hat, was ich ihr gesagt habe. Aber ich habe immer davon geträumt, sie zu finden. Ich habe damals schon kein Kind gebraucht und ich brauche auch jetzt kein kleines Kind. Es ist die Schuld deiner dummen Mutter, dass sie dich behalten hat. Ich hätte ihr das Geld für die Abtreibung nicht geben sollen. Geld für was? Was? Du denkst, du kannst einfach hier auftauchen nach so vielen Jahren? Dass ich dich mit offenen Armen empfange und sage, oh, meine Süße ist zurück. Komm, wir reiten etwas Pony. Besorgen wir uns was Eiscreme und machen ein paar Fotos. Du bist immer noch hier. Noch hier? Verschwinde jetzt! Verdammt! Verdammt, ich habe 110 Punkte verloren. Mann, wenn dieser Deal nicht zustande kommt, bin ich bankrott. Schon heute Nachmittag. Gottverdammt. Hallo, Mr. Hubbers. Mr. Patterson. Schön, Sie kennenzulernen. Freut mich, auch Sie kennenzulernen. Sie sehen fantastisch aus. Das ist unglaublich. Man würde nicht denken, dass Sie gerade in die Rente gegangen sind. Bitte, setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich. Ich danke Ihnen. Haben Sie gut hergefunden? Ja. So, Mr. Hubbers, der Bitcoin-König des 21. Jahrhunderts. Das stimmt, das bin ich. Ich konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Sie zu treffen. Man sagt, das Geld liebt Sie. Ja, das tut es. Besonders Digitales. Ganz besonders Digitales. Ich denke, die Liebe ist auf Gegenseitigkeit. Ich bin der König. Und mit Ihrem Investment? Mr. Patterson, haben Sie eine Sekunde? Geben Sie mir eine Sekunde. Augenblick, bitte. Und auf der rechten Seite liegt die... Hey, was zur Hölle tust du hier, Mann, hä? Was soll das? Was, hast du entschieden, mir etwa nachzulaufen, oder was? Ist es das? Sag es mir! Ich arbeite hier schon seit langem. Du bist ein Lügner. Du lügst mich an? Teufel, ich habe ein wichtiges Meeting. Also denk nicht einmal daran, in die Nähe meines Tisches zu kommen. Sonst mache ich dich fertig. Ich werde dich zerstören. Komm bloß nicht rüber und ruinier deinen Deal mit deinem... Oh, Papa, ich will dich wiedersehen. Hast du mich verstanden? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Du bist eine Kellnerin. Du bist Abfall. Was für ein dummer Job. Offensichtlich hast du nicht meine Gene. Wie deine Mutter. Abfall. Bleib mir fern. Es tut mir leid. Kein Problem. Mr. Patterson, es tut mir leid. Wo waren wir? Ja, ich bin der König. Der König. Und ich mache Sie zum Kaiser. Ich habe einen Businessplan. Genau für Sie. Und ich möchte Ihnen zeigen, was ich habe. Bitte, schauen Sie sich es an. Alles schwarz auf weiß. Ja, interessant. Sie können sehen, die Gewinnspannen gehen hoch, hoch, hoch und höher. Wenn wir dem folgen, ist alles da. Übrigens, Mr. Hubbers, ich wollte mit den Gerüchten aufräumen. Gerüchte? Jeder weiß... Sie gründeten Ihre Firma mit einem Partner. Was ist mit ihm passiert? Laut der Presse haben Sie ihn im Stich gelassen. Mr. Patterson, Sie sind ein sehr weiser, ein weiser und kluger Geschäftsmann. Was das war? Das war eine Geschichte über einen sehr gierigen Mann. Seine Gier hat ihn aufgefressen.
So sehr, dass ich es nicht mehr aushalten konnte, Midi. Und unsere Wege haben sich getrennt. So einfach war das. Wie Sie wissen, ist im Geschäft Intuition alles. Und ich folge meinen Intentionen. Andererseits wäre ich nicht hier mit Ihnen heute, aber oder? Aber trotzdem ist es überraschend. Der Bitcoin-Millionär braucht eine Investition von außerhalb. Wissen Sie, das mag so aussehen. Aber ich bin nicht auf der Suche nach Geld. Ich suche nach zuverlässigen Partnern. Für den Start einer Revolution in der Cryptocurrency-Business. Revolution. Würden Sie gerne die neue Welt beherrschen? Wären Sie gerne der Kaiser? Kann nicht mal die Teller halten. Mr. Patterson. Mr. Patterson, alles gut? Sind Sie okay? Hey, hey, wir brauchen Hilfe. Ich kann helfen. Verschwinde hier. Geht bitte alle zur Seite. Er braucht Luft. Er braucht einen Doktor und keine dumme Kellnerin mit dem Menü, also hau ab jetzt. Gehen Sie zur Seite und unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß, was ich tue. Dieser Typ ist meine Auszahlung. Er rettet mich von meinem Bankrott. Du tust also besser bitte nicht. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Okay. Ich schaff das. Ich schaff das. Schritt Nummer 1. Den Zustand überprüfen. Bewusstsein. Keines. Puls. Keiner. Atmung. Fehlt. Okay. Schritt Nummer 2. Legen Sie Ihre Hände vor den Brustkorb. In die Mitte. 30 Schübe in die Tiefe von 5 cm. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Noch einmal. 1, 2, 3. Geht es Ihnen gut? Kommen Sie her, helfen Sie mir. Hier. Wie haben Sie das? Sie haben das ja perfekt gemacht. Wo haben Sie das gelernt? Ich arbeite als eine erbärmliche Kellnerin, um mir mein Medizinstudium zu finanzieren. Gut gemacht. Ich sehe mal nach dem Krankenwagen. Warten Sie. Warten Sie. Hören Sie, das war unglaublich. Unglaublich. Offensichtlich sind Sie mein Blut. Sie haben die Gelegenheit gesehen und beim Schopf gepackt. Sie haben sie gepackt. Hören Sie, können Sie etwas für mich tun? Bringen Sie ihn den Vertrag zu unterschreiben. Wissen Sie, Sie haben sein Leben gerettet. Er würde alles für Sie tun. Absolut alles. Wenn Sie ihn bringen, ihn zu unterschreiben, dann, ich verspreche Ihnen, wirklich. Ich bezahle alle medizinischen Rechnungen, die offen sind. Ja, richtig. Alle Ausgaben. Was sagen Sie? Wissen Sie, einmal habe ich von einem Vater geträumt, der mich wie eine richtige Tochter behandelt. Richtig. Denn jedes Mädchen braucht einen Vater, richtig? Absolut. Ja, einer, der sie liebt, einer, der Zeit mit ihr verbringt, ohne irgendwelche Ausreden. Mhm. Aber ich lag falsch. Ich habe alles allein erreicht und ich brauche sie nicht mehr. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Eigentlich brauche ich auch ihre Firma nicht. Ihre schicken Anzüge und ihr falsches Lächeln. Ich würde lieber den Rest meines Lebens als Kellnerin arbeiten, als auch nur einen Cent von Ihnen anzunehmen. Weißt du was? Du bist ein Idiot. Du bist wie eine dumme Landpomeranze, wie deine Mom. Weißt du was? Du kannst den Müll hier wegräumen. Für den Rest deines Lebens wirst du Müll wegräumen. Weißt du was? Ich werde alles dafür tun, damit du niemals Ärztin wirst. Niemals in deinem Leben. Niemals! Genug. Ich habe genug gehört. Ich werde in Zukunft keine Geschäfte mit Ihnen machen. Ich habe eine bessere Investition. Mr. Patterson, Sie verstehen die Unterhaltung nicht im Ganzen. Ich denke, Sie haben was missverstanden oder sich verhört. Es ist nicht so, wie Sie denken. Wir sind einfach...
für dich und deinen dummen Vertrag, Mann. Wissen Sie was? Sie sind ein Idiot. Sie sind ein Idiot. Sie sind ein dummer Idiot. Businessman, hä? Sie denken, Sie sind ein Businessman. Sie sind niemand. Ein Niemand sind Sie. Und es tut mir leid, dass unser Business nicht geklappt hat. Ihr seid Abschaum. Ihr alle seid Abschaum, Ma. Richtig. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen. Sorry, Miss. Darf ich kurz? Ja? Nehmen Sie das. Ich investiere in die beste medizinische Universität des Landes. Also denke ich, dass das Geld kein Problem sein sollte. Für so eine talentierte Ärztin. Sie haben mich heute gerettet. In der Zukunft retten Sie vielleicht jemand anderen. Wow. Vielen Dank. Danke. Danke dir. Brauchen Sie etwas Hilfe, oder? Nein, danke. Ich komme zurecht.